Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen wieder ein bisschen World of Warcraft Burning Crusade. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Butterbande ist expandiert. Sie wird breit gestrichen auf viele verschiedene Aspekte von World of Warcraft. Wir sind mittlerweile nicht mehr nur in Season of Mastery anzutreffen, sondern mittlerweile auch in Burning Crusade und wahrscheinlich, wenn es dahin weitergeht, auch in Wrath of the Lich King. Bis dahin gibt es allerdings noch einige Abenteuer in Burning Crusade zu erleben. Und dafür sind wir heute hier, denn ich kann es verkünden, am kommenden Dienstag wird es den ersten Butterbande Karazhan Raid geben. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr, weil Karazhan mein absoluter Lieblingsraid ist, glaube ich, wie von vielen Leuten einfach eine ganz fantastische Instanz, ganz, ganz großartig. Und natürlich gibt es nichts Schöneres für mich, als mit Butterbrüdern und Butterschwestern dort hineinzugehen und saftiges Loot zu sammeln. Davor ist allerdings noch einiges zu tun, das werden wir heute machen, noch so ein paar letzte Anpassungen, bevor es dann in den Raid geht. Ich muss noch die Vorquest machen, muss ich eigentlich nicht. Nein, mit dem aktuellen Patch muss man keine Vorquest mehr machen für Karazhan. Es gibt keine Vorquests mehr für nichts. Ich mache sie aber trotzdem gerne, einfach weil ich der Story auch gerne folge und die Quest damals schon gemacht habe. Deswegen mache ich die gerne noch und dafür gehen wir heute in die Höhlen der Zeit 2, um Medivh persönlich zu treffen, um ihn um Erlaubnis zu bitten, ob wir nicht in sein altes Anwesen dürfen, das sich Karazhan nennt. Ja, vielen Dank an alle, die mit dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank an der Stelle noch an die ganzen Turing Complete-Leute, die ganzen Subs in der Zeit, die reingekommen sind. Vielen Dank an Ronas, Varunes, Troni, Kay, Feature 09, Surdos, Officer Leo, Ariamis, Grand Handle, Nataneo, Marie nennt man mich, El Caramello, Miata Dax, DK, Base One und Coming Storm. Vielen Dank noch an die ganzen Turing Complete Freunde. Falls ihr das im VOD schaut, könnt ihr auch das nachholen, falls ihr möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, steigen wir ein. Es gibt eine Menge zu tun. Mal gucken, was ich heute noch kriege für meine Schurkin Pluski, die natürlich gerne mitraiden will und natürlich auch ordentliche Crits abliefern will. Das ist natürlich klar. Schauen wir mal, inwiefern das möglich ist. Und steigen ein. Wurde von vorherigen Programmen gecarried hierher. Das ist auch echt so ein Ding, ne? Also noch ganz kurz zu Turing Complete. Da sitzt du an einem Rätsel, denkst dir, fuck, wie geht das? Wie soll das funktionieren? Und dann sagst du, ja, mach ich nächste Woche. Machst das Spiel aus und in dem Moment denkst du dir, ah ja, genau so ging's. So, in dem Moment, in dem du nicht mehr den Druck hast, ah, wie geht das? In dem Moment, in dem du sagst, ah, mach ich nächste Woche, zack, ist die Lösung da. Machen wir aber alles nächste Woche. So, schön, dass ihr da seid. Ihr seht es, ich bin hier gerade in Shadrad angekommen und ich bin gerade in der Quest. Erstmal natürlich die Gilde begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Natürlich auch hier die Butterbande entwickelt sich prächtig, falls ihr teilnehmen möchtet. Schreibt mich oder einen der Offiziere an. Oh, wir haben schon einen ganzen Haufen 70er mittlerweile. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Da mache ich mir keine Sorgen. Da wird es bald sogar noch einen zweiten Karazhan-Raid geben wahrscheinlich. Also das kriegen wir alle gut hin. Ich bin gerade hier in der Vorquest zu Karazhan angekommen. Bei Die Berührung des Meisters, ich glaube der letzte Teil, geht in die Höhlen der Zeit und überzeugt Medivh davon, den wiederhergestellten Schlüssel des Lehrlings zu aktivieren. Mache ich natürlich gerne, denn wir sind schon durch die halbe Welt gerannt, um die verschiedenen Schlüsselsegmente zu sammeln. Und jetzt müssen die von Medivh noch aktiviert werden, ist ja klar, gute alte Fantasy-Kost, man muss Teile teilen und sammeln und zusammenfügen und dann auch noch müssen die auch noch irgendwie gesegnet werden von irgendwas, um dann den Schlüssel zu haben, den wir eigentlich nicht braucht, aber nee. Ja, mal gucken, wie es läuft. Natürlich, es gibt in so einer Gilde, wenn du komplett neu auf dem Server bist, Everlook haben wir uns ausgesucht. Natürlich immer so, da gibt es einige Leute, die haben da schon krasse Charaktere mit krassen Equipment. Und dann ist das natürlich ein bisschen problematisch. Ich als neu angefangener, neu 70er Schurke, dass ich hier auch ein bisschen Damage mache. Aber das kriegen wir schon hin. Suche tapfere Streichsträuche für eine Reise in die Vergangenheit. Corin ist am Start. HDZ 2, um genau zu sein. HDZ HDL? Fragezeichen. Budweiser ist am Start. Und Biergun ist am Start. Ja, Schurken? Ah, weiß ich nicht.
Ah, wir haben schon so viele Nahkämpfer. Sorry, leider. Wir haben schon so viele Nahkämpfer. Zodiac ist am Start. Ah, wir wollen nicht so viele Nahkämpfer haben. Tut mir leid, das ist für eine Gruppe immer nicht so ideal, wenn man so viele Nahkämpfer hat. So, wie kommen wir jetzt eigentlich nach Tanaris, ist die Frage. Wird er Nassus, ne? Oh Gott. Nassus. Oder gibt es da irgendein schnelleres Portal? Warte mal. Es gab doch in späteren Patches nochmal irgendwie... Oder wo ist denn eigentlich die Exodar nochmal? Wo war die denn nochmal? Ah, hier. Azurmythos. Na naja, gut, das hilft einem, glaube ich, auch nichts. Schatten-Exodar. Gab es hier nicht ein Portal irgendwo? HDZ. Hier ist noch irgendwas. Danassus, Eisenschmiede, Sturmwind. Hier in Shatra. Wo? Wir brauchen noch einen Heiler. Und hier unten bei mir schreibt Zodiac. Okay, das ist gut zu wissen. Tridox am Start. Nice, stark. Stark, Tridox. Sehr schön. Stark. Ist eine gute Truppe. Sehe ich jetzt schon. Ist eine gute Truppe. Kann man nichts dagegen sagen. Zodiac hier am Start. HDZ 2, gute Instanz. Also natürlich, klar, es gibt Leute, die mögen diese Event-Instanzen nicht. Moment mal, hier? Ach, hier kann man sich teleportieren lassen. Alter. Ja, Leute. Come on. Wie soll ich denn jemals in dem Damage Meter mithalten? Ich glaube, ich habe zu wenig Ruf. Hüter der Zeit. Freundlich. Aber ich habe auch noch eine Quest offen. Und zwar... Hoffentlich kriege ich das hin, die Quest zu machen. Der schwarze Morast. Reist durch die Höhlen der Zeit in der schwarze Morast während der Öffnung des dunklen Portals und sprecht mit Zart. Mach ich gerne. So, ich muss wieder die Einladung. Invite. Leerzeichen. Zip. Oh, die Tavernenmusik. Ich meine, es gibt ja so diese uralte Debatte. Horde gegen Allianz. Und klar, viele Vorteile von verschiedenen Seiten, auf allen Seiten, klar. Aber allein für die Tavernenmusik muss man Allianz auch einfach ins Herz schließen, oder? Also es gibt ja dieses berühmte Album, die Platte, Tavernenmusik aus Azeroth. Und da kann man einfach sagen, alle Hordensongs können einfach verlustfrei geskippt werden. Tut mir leid. Sunwell ist auf dem PTR. Oh, wirklich? In etwa einem Monat Release. Okay, dann müssen wir in einem Monat noch einiges schaffen. Also Karazhan, glaube ich, wird sehr simpel. Und dann ist natürlich die Frage, T5-Content, T6-Content, wie schnell geht das alles? Auch. Ja, mal gucken, mal gucken. Mal gucken, aber nicht auszuschließen, nicht auszuschließen. Nicht auszuschließen. Vielen Dank an die Weltraumente und Coming Storm für die Subs. Frohe Ostern, Dankeschön, ebenfalls. Auch wenn ich heute schon darauf hingewiesen wurde, dass heute nicht Ostern ist, aber ich verstehe, was du meinst. Oh, Disteltee braucht man eigentlich auch, ne? Für so einen Raid braucht man als gestandener Schurke auch Disteltee. Vielleicht machen wir das heute auch noch. Das ist auch so geil, ne? Dass es einfach so ein Kochrezept gibt, nur für Schurken. Und die einfach den ganzen Tag Disteltee trinken. So, Höhlen der Zeit. Das ist Hygel, glaube ich. Und hier ist der schwarze Morast. Ich mag ja immer... Oh, hier gibt's auch... hier gibt's Loot. Zeitlose Patrone. Na gut. Ist nicht so toll.
Bewahre in der Zeit. Ich hoffe nur, dass ich jetzt die Quest hier erfülle mit... Und sprecht mit Saat. Ich weiß nicht genau, wer Saat ist. Ich hoffe, wir finden jetzt hier Saat. Ist auf jeden Fall ein guter Name. Oh, hier ist Saat. Servus, Saat. Okay. Chronosignal. Ach ja, genau. Chronosignal, da konnte man so Drachen zur Hilfe rufen, wenn man wollte, ne? Stark. Cool. Ich glaube, wir sind eine hart überqualifizierte Truppe, um ganz ehrlich zu sein, und ich spreche nicht von mir. So. Der schwarze Morast, sind wir hier eigentlich in dem... Wo genau in Azeroth sind wir? Sind wir hier da bei Terramor oder sind wir beim Minethil? Irgendein Sumpf. Ich liebe ja Sümpfe. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich Sümpfe in WoW immer am allerliebsten. Ich weiß nicht, ob es die niedrige Decke ist irgendwie, dass man da so ein bisschen beklommen ist. Irgendwie mag ich das. Verwüstete Lande später. Okay, geil. Es ist immer so geil, dass man, egal wann man streamt, man hat immer einen WoW-Lore-Experten dabei. Na gut, AE, da kann ich jetzt natürlich nicht mithalten. Düster Jaguar. Aber das ist auch immer so die klassische Sumpf-Kombo in WoW. Jaguar-Krokolisk. So, das ist Corin, unser tapferer Tank. Okay, alle hart überqualifiziert hier. Kriegen wir hin. Ah, da ist Medivh. Servus. Die Zeit ist gekommen. Gul'dan, sagt euren Hexenmeistern, dass sie ihre Anstrengungen verdoppeln sollen. In ein paar Augenblicken wird sich das Tor öffnen und eure Horde wird auf diese reife, nichtsahnende Welt losgelassen. So, vorne erst Damage. Jetzt richtig Damage hier. Jetzt gibt's hier richtig Schaden. Jetzt kommen die Kritze. Jetzt fliegt der Schaden. Jetzt fliegen die gelben Zahlen. Oh, Furcht könnte man natürlich auch mal kicken. Oh, das kann man gar nicht kicken. Alles klar. Gut, dann nicht. Dann mache ich gar nichts. Dann mache ich gar nichts. Ja, also die Idee ist, der versucht die Öffnung des schwarzen Portal zu verhindern oder will er öffnen? Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, um ganz ehrlich zu sein. Aber irgendwie sowas in der Ecke. Seelenbrunnen. Kann man natürlich mal zugreifen. Als Schurke. Nee, ich will schon einer von den Schurken sein, die sich auch so ein bisschen um ihr eigenes Leben kümmern und wirklich versuchen, den Heiler zu entlasten. Weil ich weiß selber, wie es ist, Heiler zu sein. Und ich will einfach meinen Beitrag leisten. Und hier sehen wir schon mal den Baum. Guck mal, so könnte Original Plu in Burning Crusade aussehen. Am Schurken ist es echt so angenehm, dass man einfach keine Mana-Kosten hat. Es ist so toll. Du musst nicht trinken, du musst nichts machen. Es ist einfach fantastisch. Es ist so fantastisch.
Ich hab Bock auf Karazhan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab Bock. Ich glaube, ich habe das auch als Schurke schon mal gemacht, um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe auf jeden Fall mal eine ganz kurze Zeit Schurke gespielt in Burning Crusade. Aber es war wirklich eine super kurze Zeit. Und ich brauche noch dringend Mungo bis dahin. Ich brauche noch dringend die Waffenverzauberung. Aber ich glaube, da brauche ich noch einiges dafür. Ich habe schon ein bisschen was. Ich glaube, ich brauche noch mehr von den... Planar-Essenzen. Oh Leute, ich bin ganz ehrlich mit euch. Als ich gestern erfahren habe, heute ist Feiertag, habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht mal einkaufen. Ich habe gesagt, ich bin voll bewusst in die Situation gelaufen, dass ich leider nichts zu Hause habe. Ah, da muss ich halt leider bestellen. Aber ich bin wirklich... Ich hab mich selber ein Bein gestellt, um mich dann, wenn ich hinfalle, kurz hinzulegen und auszuruhen. Ich bin einfach direkt... Er hat gesagt, weißt du was? Ich bin da... Ich geb's auch jetzt zu. Ich geb das jetzt gerne zu. Ich hätte das gestern nicht zugeben können. Aber jetzt kann ich's zugeben. Ich bin da einfach... wissenden Auges reingelaufen in diese Situation. Und jetzt, ja, mein Gott, ja, jetzt ist halt... Ach ja, muss ich jetzt leider bestellen, ne? Dann jetzt halt wieder Pizza, ne? Naja. Muss ja jetzt sein, ne? Non-Elite, will ich überhaupt nichts mit zu tun haben hier. Non-Elite. Oh, jetzt 6 von 18. Jetzt kommt ein Boss. Endboss! Let's go, Endboss. Eigentlich schade, dass diese Instanz so leicht ist, ne? Also, dass du... Weil du hast ja dieses Medivhs Schild. Das heißt, die Idee ist ja eigentlich, dass du auch so ein bisschen... haushaltest mit dem Schild, den Medivh noch hat und so. Ich habe noch nie erlebt in meiner gesamten WoW-Karriere, wo ich diese Instanz locker 20 Mal gemacht habe, habe ich es noch nie erlebt, dass der auch nur 1% Schaden bekommen hat. Also wirklich noch nie. Noch nie. Was eigentlich echt schade ist. Ich glaube, in Wrath gibt es auch so eine Instanz mit diesem Gefängnisausbruch in Dalaran. Da hat man dann auch, glaube ich, so ein Ding. Ein Burnus. Alter, Burnus, das triggert irgendwas. Ich glaube, ich hatte auch mal einen Burnus. Ich glaube, ich hatte mal einen Burnus. Hast du damals Giga Wow geguckt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich Giga Wow geguckt. Das war damals der Höhepunkt. WoW im Fernsehen? Alter, das war einfach das Krasseste. Überhaupt Videospiele damals im Fernsehen sehen, war natürlich fantastisch. Ich weiß noch, ich habe damals irgendwie immer nachts bis NBC, nachts gewartet, um NBC die Giga zu gucken, obwohl ich kein Wort verstanden habe, weil es die von irgendwelchen, da war ich wirklich ein kleines Kind, als die von Prozessoren und irgendwelchen Grafikkarten gesprochen haben. Ich habe kein Wort verstanden, ich fand es trotzdem so cool, einfach diese Art von Inhalt zu sehen im Fernsehen und allein mal so eine Videospielgrafik oder so im Fernsehen zu sehen, so Gex 3D oder so. Alter. Und dann natürlich. Vor allem, ich glaube, wenn du fragst, hast du Giga WoW geguckt? Ich habe Giga WoW jede Folge 7 Mal geguckt. Weil der Giga Livestream damals war ja immer so, glaube ich, 4, 5, 6 Stunden
Live-Content und dann einfach immer wiederholt. Sodass man dann halt 6 Stunden und das dann halt 4-mal wiederholt einfach über den Tag. Und ich habe das während dem WoW-Zocken halt einfach immer geguckt und dann einfach immer und immer wieder dieselbe Reihe an Sendungen nacheinander und wieder Late Nights und Nerd Alert und Giga Games und Giga News und immer wieder. Auch nur gehört. Ich glaube, wenn du fragst, hast du damals Giga Wow geguckt, muss ich ehrlich sagen, nein, weil ich habe Giga Wow nur gehört. Ich habe es nur, weil natürlich hatte man damals nicht 2 Monitore oder irgendwie sowas, nein. Sondern du hast es im Browser nebenbei laufen lassen und dann habe ich es halt gehört. Aber das ist eh so. Gutes Fernsehen muss auch nur als gehört funktionieren. Das hörst du in jedem Fernsehsender der ganzen Welt, in ganz Deutschland, hörst du, gutes Fernsehen muss auch als Audio funktionieren. Guck mal, wenn der Heiler anfängt, Zorn auszupacken. Kann man die jetzt unterbrechen oder nicht? Ich glaube nicht. Vielleicht kann man Verwandlung unterbrechen. Irgendwann wurde das doch eingeführt, dass Casts, die man nicht unterbrechen kann, so ein Schild drumrum haben. Ich meine, die meisten von euch werden mich jetzt auch nur hören und nicht sehen. Die meisten von euch wüssten wahrscheinlich gar nicht, wie ich aussehe. Bei Stefan ist das ja so ein Ding irgendwie beim Podcast-UFO, weil mich hat man ja so ab und zu gesehen, irgendwie beim Neo-Magazin oder auch Rocket Beans, aber Stefan halt nicht so oft. Und dann immer haben wir immer bei Shows immer den gleichen Kommentar bekommen, so, also ich dachte, Stefan sieht ganz anders aus. Und das ist immer eine der vielen Kommentare, auf die man schlicht nichts antworten kann, so, ja. Okay. Also, ja, was soll ich sagen? So sieht er aus. Kann man jetzt auch sagen, sorry, dass meine Stimme anscheinend nicht zu meinem Aussehen passt. Aber es gibt tatsächlich ein paar Leute, und das sage ich explizit nicht wen, damit ich nicht getrollt werde. Es gibt ein paar Leute, bei denen will ich explizit nicht wissen, wie sie aussehen. Es gibt ein paar Podcasts, die ich sehr gerne höre und mit denen ich sehr viel emotional auch verbinde. Und ich will nicht wissen, wie die Leute aussehen. Ich will mir dieses Bild, das ich von den Leuten im Kopf habe, nicht von der Realität kaputt machen lassen. Oh, Pyroschlag! Kann man auch nicht unterbrechen. Hat der Heiler endlich mal was zu tun, ist doch schön. Das habe ich bei Sängern gemacht. Oh ja. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Lanz und Brecht. Ey Leute, spoilert mir das nicht, wie die aussehen, bitte. Ich glaube, ich habe noch keine einzige Folge gehört. Es ist irgendwie. Es gibt so manche Podcasts, die haben so den Muss man gehört haben Siegel von Etienne Gardet bekommen. Das sagt er mir ja jedes Mal, wenn er mich trifft. So, Alter, hör dir Herr Precht und Lanz an. Das ist mega gut. Nein, stimmt nicht. Ja. Das ist auch gemein. Das ist ja auch die gemeinste Art des Mobbings, ist Leuten Empfehlungen zu unterstellen. Letztens hat Simon mich angesprochen. Und er meinte hier, die Passion auf RTL wäre mega geil. Also ich habe es selber noch nicht gesehen, aber er meinte, das wäre das Beste, was er je im Fernsehen gesehen hat. Das ist auch gemein. Er kann nichts dagegen tun. Ja, der meinte, er hätte geweint am Ende. Und dann kommen alle Leute bei Simon in den Chat und sagen, ich fand das gar nicht so gut. Und er weiß überhaupt nicht, was er sagen soll.
Ja, das ist immer ein Gamble, bei 4 Kombo-Punkten zu finishen. Weil man weiß nicht, ob man dann noch den nächsten für Slice and Dice bekommt. Mal ganz kurz für die Schurken unter uns. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr bei 4 Kombo-Punkten finisht und dann nicht den einen Kombo-Punkt für Slice and Dice bekommt? Oh, also das, da könnte ich mich aufregen. Eigentlich sind es ja nur 20%, aber es fühlt sich nach mehr an. So, 5 Kombo-Punkte, gefinished. Und da kriegst du immer einen Bonus-Kombo-Punkt. Dann geht's direkt weiter. Slice and Dice. Mann, oh, ich vermisse Charge so sehr einfach. Charge ist auch einfach die beste Fähigkeit, die es gibt im Spiel. Warum geht da noch einer durch? Moment, jetzt habe ich keinen Kombo-Punkt bekommen. Warum kriege ich keinen Kombo-Punkt? Warte mal. Das ist Betrug hier. Kampfharnisch des Lachenden? Das klingt doch nach Schurke. Lachend klingt doch nach einer... Warte mal, wie ist, was ist das Talent nochmal hier? Es gab doch das Talent? Für jeden Kombo-Punkt hast du eine 20%ige... Gewährt euren Finishing Moves eine Chance von 20%, ach, Energie herzustellen. Das verwechsel ich gerade. Aber wo war das mit dem, man kriegt für jeden Kombo-Punkt noch ein... Hab ich mir das eingebildet? Ach hier, gewährt euren Finishing Moves eine Chance von 60% eurem Ziel, einen Kombo-Punkt hinzuzufügen. Ich habe das verwechselt mit dem anderen. Ah, ich habe das verwechselt mit dem anderen. Ich dachte, dass, das ist das mit dem 20% je Kombo-Punkt. Okay. Ja, das ist ja schon blöd, ne? Aber wie handhabt man das dann? Du hast jetzt 4 Kombo-Punkte? Sollst jetzt finishen, um dann nochmal Energie zu haben für den nächsten Sinister Strike, um Zerhäckseln durchgehend laufen zu haben? Oder riskierst du es und machst noch den 5. Kombo-Punkt voll, finishst dann und stehst dann vielleicht ohne Slice and Dice da? Tja! Also, wie macht man das? Ihr denkt da, Damage-Dealer ist einfach nur immer nur aufs Mausrad drücken oder was? Nee. Da fließt schon ganz viel rein. Ah, jetzt kommt da der Kombo-Punkt. Jetzt muss man noch Slice and Dice mitnehmen. Oh, ganz wichtig. Schwierig. Schwierig. Diese Montage bei TV Total mit dem Lanz und Brecht Podcast ist so gut. Ey, die fand ich auch richtig lustig. Natürlich damals die erste Folge TV Total, jetzt das neue TV Total. Natürlich musste jeder mit Argus Augen beäugen. Aber das fand ich wirklich lustig. Und wo war das? Irgendwo habe ich auch eine Parodie gesehen, wo Lanz
immer damit angibt. Nee, das war. Das, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, das ist das Theater-Teil. Wo man immer, wo die alle Szenen zusammengeschnitten werden, in denen Lanz Name droppt. Und alle anderen nur so gedrückt und ja, das hat jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun, gucken. Schon sehr witzig. Für alle, die nicht wissen, was es ist, wir reden gerade über einen Sketch aus der TV-Total-Sendung von vor ein paar Monaten. Also, kommt ruhig rein in das Gespräch. Jeder darf rein, solange ihr genau explizit dieses Stück Medium gesehen habt. Ansonsten kann jeder rein. Nur halt nicht die Leute, die in genau den 4 Minuten Fernsehen geschaut haben. Ja, das ist halt auch so die Sache, ne? Oft muss man sich als Comedy-interessierter Mensch die Dinge erst dann angucken, wenn es genug Parodien gibt. Wo man sagt, okay, es gibt so viele Parodien. 4 Komma-Punkte, ich probier's mal. Finish. Ja, war jetzt natürlich unglücklich. Weil wenn es so viele Parodien gibt, dann muss man irgendwann sagen, okay, jetzt will ich auch wissen, was hier passiert ist. Jetzt will ich auch Parodien machen. Gib mir noch einen. Nein, nicht mit 5 Komma-Punkten sterben! Ich meine, ich muss hier gleichzeitig Damage dealen und Gildeneinladungen machen. Fori am Start. Also es scheint so, als würden die immer so ein gutes Stück... Oh. Ich renn mal rein, Freunde. Oh, jetzt haben wir die Hilfe gerufen. Oh. Oh, nee. Da hätte man jetzt wahrscheinlich den Cloak aktivieren sollen. Ich dachte, man, das ist ein AE-Effekt mit dem Pyro-Schlag. Aber war es nicht. So, 17 von 18 geöffnet. Läuft gut bis jetzt, würde ich sagen. Das war vielleicht ein bisschen arg aggressiv. Dachte, ich komme noch in Stealth rein. Ah, ja, ja. Ich glaube, man muss bei... Ich glaube, man muss bei 4 Kombo-Punkten finishen. Manchmal sogar schon bei 3. Ich freue mich ja auf den T4-Set-Bonus, wo zu häckseln ein bisschen länger dauert. Das ist ein Game-Changer. Das ist ein Game-Changer. So, 18 von 18. Jetzt kommt noch mal der... Es ist an der Zeit, dass ein Urwerk dieses Universums. Lasst uns sehen, was das ist. Bisschen antanken lassen. Gehört dazu. Das wäre jetzt richtig ärgerlich, wenn man da wipen würde. Wieder kann man nicht. Ich hau in jedem Kampf locker 3 Tritte raus, die ins Nichts gehen. Einfach weil ich nicht check, dass man nicht unterbrechen kann. Ich hau mal einen Rüstung zerreißen raus. Lieben Gruß an den Krieger. Ja klar, jetzt ist hier genau dieser Krone-Trigger-Bullshit. Ja, ist die Frage, Rüstung zerreißen, lohnt sich das? Wir werden am Dienstag auch 2 Schurken im Raid haben. Da werde ich gnadenlos versagen gegen den. Der hat viel besseres Equip als ich. Da haben wir es doch! Oh, Alter, ich weiß noch. Alter, wenn man so einzelne Items sieht, kommen so viele Erinnerungen hoch. Und dieses Ding habe ich mit meinem Heilschaman bestimmt einen Monat lang gefarmt. Und all meine Ideen, all meine sorgfältigen Pläne werden endlich wahr. Stark. Danke euch. Oh.
Hier ist der Schlüssel. Ich erkenne diesen Schlüssel. Das ist Khadgars Schlüssel. Ich habe ihn ihm natürlich noch nicht gegeben. Ich scheine mich zu an zukünftigen Ereignissen, die mit euch und diesem Schlüssel zu tun haben, zu erinnern. Es stehen harte Zeiten bevor, Plusky. Oh, er kennt sogar meinen Namen, wow. Wollen wir hoffen, dass euch eure Stärke nicht im Stich lassen wird? Bin eher so beweglich als Typ, aber okay. Den Schlüssel werde ich Khadgar geben, wenn er zu mir geschickt wird. Ich könnte mir keinen besseren Lehrling vorstellen. Meiner Meinung nach solltet ihr einen eigenen Schlüssel bekommen. Moment mal, der gibt jetzt den Schlüssel an Khadgar, damit der in der Zukunft ihn mir geben kann, oder was? Nee, ich krieg einfach Khadgar fast in seine Robe und reicht seinen eigenen Schlüssel. Ja, aber ich krieg ja noch keinen Schlüssel. Ich krieg den ja erst bei Khadgar. Das habe ich jetzt nicht ganz gerafft. So, das war's, glaube ich. Das dunkle Portal. Können wir hier durch? Komm, ist es ein echtes funktionierendes dunkles Portal? Kommt man damit dann nach... Nee, da müsste man ja nach Draenor kommen, ne, eigentlich, oder? Wie ist das? Keine Ahnung. Oder ich check's nicht. So, okay. Er ist hier noch unterwegs. Mit der Höllenbestie. Wo kommt man hier wieder raus? Warte mal. Ich glaube, das war hier hinten irgendwo. Oh, guck mal, direkt auf Anhieb den Ausgang gefunden. Das ist so, wenn du eine Farm mal monatelang, wenn du eine Instanz befarmst, monatelang, dann hast du das ins Fleisch gebrannt einfach. Ja, da ist dieser Typ. Der Saat. Gib mir Items. Kehrt zum Kind Adormu in den Höhen der Zeit zurück. Na gerne. Schöner Ring. Gib mir mal wohlwollend, mein Freund. Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ciao. Stark. Ja, das sind krasse Leute auch in der Gilde. Also das war, also Top-Truppe trifft's ja gar nicht mehr. Das war ja wirklich eine Premium-Truppe. Aber das war halt auch so ein bisschen eine, ne, also so eine Gruppe, so eine, also eine, ne, wir haben halt das Equipment so. Wir haben es halt da. Aber trotzdem super, ne, kann man natürlich nicht sagen. Andormu. So, was haben wir hier? Heilung. Ausweichwertung. Warum denn Ausweichwertung? Das will doch kein Mensch. Ja, nee, ist Quatsch, glaube ich, alles, ne? Ausweichwertung, ey, Leute. Oh, jetzt bin ich wohlwollend. Das heißt, ich kann jetzt porten. Oh, hier geht's sogar noch weiter. Ah, das ist jetzt, glaube ich, die Vorquest für Hyjal. Mach ich natürlich auch. Ich mache alle Vorquests. Ich liebe Vorquests. I like it. So, ich glaube, hierhin kann man sich porten lassen, oder? Nee, hoch kann man sich porten lassen. Ah, die Höhlen der Zeit war schon auch einfach eine richtig geile Idee. Muss man schon auch einfach sagen. Das war schon richtig cool. Versorger. Das ist halt einfach ein Versorger. Leb wohl. Rüstmeisterin. Ah, da ist er doch. Alter, was für ein Bock. Das ist ja mal ordentlich. Glyphe des Frostschützes, Schlüssel der Zeit. Oh ja. Oh ja, den nehme ich natürlich auch gerne. Ansonsten, was haben wir heute noch? Glyphe der Verteidigung. Ach, ich verstehe. Jede Art von Klasse braucht eine eigene Rufgruppe, weil ich brauche, glaube ich, Szenarios. Oh. Lederschiftung des Heuchlers. Hm, ich glaube, meine ist besser. Ah ja, das ist das PvP-Äquivalent zum T3,5-Set.
so wie ich das verstanden habe. Ich hab die besten Wachen im Land. Seid auf der Hut. Glaube ich halt nochmal hoch. Ah! Die Hand von Adal, ja, ja, genau, das ist die, nee, das ist die T5-Vorquest, glaube ich. Hand von Adal ist T5-Vorquest, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, diese Höhen der Zeit sind auch so cool einfach. Die sind irgendwie in, die sind in einer anderen Dimension dann einfach, ne? Das ist schon auch einfach ein cooles Design-Ding, dass in so einer natürlichen Steinhöhle einfach mal dann so eingebacken irgendwie so Gebäude sind und so. Das ist schon cool. T6 ist Hand von Adal. Ah, okay. Champion von der Naru ist T5. Völlig richtig. Völlig richtig. Ich bräuchte jetzt halt nur noch Mungo. Das wäre jetzt natürlich noch super. Oh, hier ist sogar einer. Taverne der Zeit. Henkelkrug Ödland Bourbon. Der, guck mal, der wohnt hier ganz alleine. In so einem Elfenhaus. Hat ein saftiges Stück Käse auf dem Tisch. Und liest ein langes Buch. Alexton Chrome. Stark. Gab es da nicht drei verschiedene Instanzen? Ja. HDZ1, HDZ2 und dann Hygel als Raid. Manchmal auch HDZ3 genannt, aber das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen Server-Community abhängig. Ob man da eher Hygel oder HDZ3 dazu sagt. Aber habe ich beide schon gehört. Bringt mich zum Hort des Meisters. Nee, ich will mich zurückteleportieren. Warte mal, geht das nicht? Nee, okay, dann eben so. Ah, so, was braucht man denn eigentlich für Mungo? Wir hatten... Ich habe gelesen... Es gab... Es gab jemanden, der schon... Butterhexe. Butterhexe... Kann Mungo. Ah ja, hier. Ah, cool. Oh. Siehst du das? So. 6 Kristall der Leere. 10 große Prismasplitter. Ah, ich brauche noch 3 Splitter. Und 4 Essenzen. Butterhexe kann Mungo aber. Ah, ist nicht online. Tja. Ist natürlich blöd. Ja, muss ich mich mit der verabreden. Weil irgendwie trau ich gildenexternen Verzauberern nicht. Ich will denen einfach nicht irgendwie da 1000 Gold im Wert von Verzauberersachen in die Hand drücken. Danke. Krieg ich schon hin. So, jetzt sind wir hier. Khadgar. Leute. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Grüße. Rückkehr zu Khadgar. Der Schlüssel des Meisters. Sehr schön. Und da kriegen wir auch nochmal direkt einen Epic Ring. Wenn wir die Quest hier weiterführen, was natürlich super ist. Gut. Dann haben wir die Vorquest beendet. Sehr schön. Was brauchen wir denn noch? Wir bräuchten... Ja, warte mal.
Lass mich mal die Mats zusammensammeln. Ja, das werde ich dann, das werde ich schon machen, okay. Dann lass es jetzt noch ganz kurz mal zu unserem eigentlichen Gildenmeister umloggen. Plü. Good old Plü. Mein Priester. Wir schauen mal an, ob die Gildenbank aufgeräumt wurde. Aha. Oh, aber sieht gut aus. Also, nur falls Leute zuhören, aus der Gildenbank kann man sich alles mitnehmen, was man will. Bitte steckt hier nicht so einen Quatsch rein, den kein Mensch braucht. Wie zum Beispiel schleimige Murloc-Schuppe. Aber hier kann sich jeder alles rausnehmen. Oh Gott, jetzt fängt es mit diesen... die grünen Hügeldinger an, ey. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Kein Mensch braucht die Dinger. Na gut, aber wir haben noch genug Platz. 500 Gold kostet das nächste. Wir haben nur 404. Also, falls ihr was spenden wollt, liebe Butterbuben, gerne hier einfach in die Gildenbank stecken. Wir brauchen 500 Gold für die nächste, für das nächste Fach. Und nehmt hier euch alles raus, was ihr wollt. Nehmt lieber zu viel als zu wenig. Kannst du das nächste Fach kaufen? Ja, haut euer Gold einfach hier rein. Oh, guck mal, da haben wir doch jemanden. Butterplü. Dreht mir demonstrativ den Rücken zu. Okay, danke. Ist angekommen, Kollege. Ist angekommen. Eine wichtige Sache fehlt nämlich natürlich noch für eine funktionierende Gilde. Und das ist natürlich etwas, das uns alle zusammenhält. Und das ist natürlich unser fantastischer Gildenwappenrock. Ist doch klar. Das Licht sei mit euch. Ich möchte ein Gildenwappen herstellen. So. Symbol. Wir hatten ja natürlich das schöne Fässchen. In der Vorschau auch mit dem riesigen Bart einfach. Cool. Ah, guck mal, sie hat schon das Graue an. Das ist wahre Gildenloyalität, wenn man den Gildenwappenrock schon trägt, während er noch grau ist. So. So, wir hatten gesagt, wir wollen das Butterfass. Wollen wir vielleicht eine leicht andere Farbe als in Season of Mastery? Da hatten wir ja das schöne Gelb, was natürlich gut passt für Butter. Aber Burning Crusade ist ja eher so grünlich, ne? Was ist denn das Fass? Wahnsinn! Wie viele Symbole es hier einfach gibt! Schuhe! Ja, eigentlich brauchen wir schon zwei verschiedene Schuhsymbole, oder? Ansonsten klappt das nicht. Oh, war ich jetzt rechts oder links? Was ist denn das? Wer hat... Ist das ein Bienenstock? Wer hat denn das als sein Gildenwappen? Das ist sehr, sehr cool. Das mag ich gerne, dieses Kreuz. Bisschen was von Schottland oder so. Gondor, schön. Jetzt kommen die Essenssachen. Da sind wir zu Hause. Wo ist das Fass? Unfassbar, oder? Für so ein winziges Element im Spiel wie den Gildenwappenrock, da einfach mal 4.500 verschiedene Symbole einzufügen. Ist das eine Metalhand? Leute. Wie habe ich denn jemals dieses dumme Fass gefunden? Ey, sag mal. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch beim letzten Mal nicht so lange gebraucht. Ah, da haben wir es. Sehr schön. So. Symbolfarbe. Ist es dein Ernst? Ich kann das als Zwerg gar nicht. Ach so, auf dem Rücken. Symbolfarbe. So. Wie wäre es denn jetzt mit so einem... bisschen Burning Crusade grün. So ein bisschen ins Gelb-Grünliche driftend.
Ja, und Rand? Nee, nicht knochig. Sowas? Ja, oder mal so ein bisschen komplementärfarbig? Grün und Gelb? Gildenwappenrock haben wir auch in Lich. Das stimmt natürlich. Ja, dann vielleicht hast du recht. Dann lass uns lieber zum guten Gelb übergehen. Aber ich will mal so ein bisschen was Flotteres, oder? Ja, Gelb auf Weiß ist schon ganz cool eigentlich. Aber wie weiß? Ach, ich trage den jetzt gerade, ne? Ja, so weiß, so gelb auf weiß ist doch immer eine feine Sache, oder? So? Ah, das ist schon grell ein bisschen. Das ist schon ein bisschen grell. Vielleicht nicht das ganz weiße Weiß. Sowas? Ist es dasselbe Gelb in der Farbe eigentlich? Die Symbolfarbe ist schon okay. Ich glaube, das ist nicht ganz dasselbe. So müsste es sein, glaube ich. Das geht schon so ein bisschen ins Goldgelbe rüber. Das geht schon. Ja, das sieht doch super aus. Das sieht doch super aus. Ja, danke dir. Richtig super Aktion, Kollege. Damit ich möglichst nichts sehen kann. Was machen wir für einen Rand? Ich finde diese Streifen auch okay. Die durchgezogenen Streifen. Weil ich glaube, wenn es weiß ist, dann braucht man ein bisschen mehr Elemente, damit es nicht einfach so leer aussieht. Ne? Dann glaube ich, ist dieser durchgezogene Rand schon besser. Ich finde nur, dass das nicht ganz das die gleiche Farbe ist irgendwie, oder? Also ich wäre jetzt hier angekommen, was sagt ihr? Was sagt ihr? Ich bin zufrieden. Sowas ist doch ganz cool. Angenommen! Angenommen, liebe Freunde. So. Und ich gebe mal ein paar aus. Ich gebe mal ein paar Gildenwappenröcke aus. Kommt mit zur Gildenbank. Kommt mit zur Gildenbank, Leute. Und schaut euch meinen coolen Bock an hier. Haha. Tja, ihr müsst laufen, ihr Trottel. Auf zur Gildenbank. Hier unsere schöne Gildenbank. Ah, die Jäger sind schnell natürlich unterwegs. Hier, ich klopp mal hier was rein. Zack. Jeder kriegt einen. Nehmt ihn euch schön raus. Viel Spaß damit. Jeder kriegt einen. Da könnt ihr auch immer gerne investieren, falls ihr der Gilde was Gutes tun wollt. Kauft Gildenwappenröcke. Guckt mal hier, da haben wir doch schon. Guckt euch das an. Guck mal, das sieht super aus. Oder das sieht doch toll aus. Ich glaube, das ist gut mit diesen durchgezogenen Streifen. Guck mal, da sind sie doch schon. Die tapfere Butterbande. Ah, es geht leicht ins Grünliche dann doch rein, oder? Na, nee. Ja gut, eher gut. Okay, du hast jetzt halt einfach... an Paladinen kann man in der Regel nicht die optische Qualität von Wappenröcken eruieren, weil die einfach... Du siehst auch einfach aus wie ein Krokodil, Kollege. Dein Problem liegt ganz anders leider. Also modisch ist jetzt eher relativ egal, wie der Wappenrock aussieht, weil du halt einfach aussiehst wie ein Krokodil. Guckt sie euch an. Sehr schön. Guck mal, das ist alle dabei. Damen und Herren,
Oh, da sind die Bäume da. Tridog, sehr schön. Also. An alle Reichen gerne mal einen Wappenrock oder Gold für die Gildenbank spenden. Wir sind die Butterbande. Das ist jetzt unser Server. Oder Usner. Das ist jetzt Usner Server. Wenn du im entscheidenden Moment dich verschreibst. Das ist Usner Server. Schaut sie euch an. Budweiser hier schon gut ausgerüstet. Ihr mögt vielleicht noch klein und schwach. Eure Zauber mickrig und alle eure Heilungen unbeeindruckend sein. Doch geht hinaus in die Welt und levelt, werdet stark und groß, um der Butterbande Ruhm und Ehre zu bereiten. Die Welt ist voller Abenteuer, voller Belohnungen und Reichtümer. Macht sie euch zu eigen und ihr werdet tapfere Mitglieder der Butterbande sein. Am Dienstag werden wir nach Karasan reisen und ab dann wird kein Abenteuer von uns verschont bleiben. Geht hinaus in die Welt und verbreitet die frohe Kunde. Heute, an dem Tag, der für immer der Butterbande gewidmet ist. Geht raus und verstreicht die frohe Kunde. Ab heute tragt ihr diese Farben mit Stolz. Und jeder soll euch erkennen und euren Charakter prüfen. Ob ihr diese heiligen Farben auch verdient. Macht uns alle stolz, dass wir diese Farben tragen. Aber verdient sie euch jeden Tag aufs Neue. Ram und Ehre. Euer Bube. Ciao! Ausloggen. Ein guter Abgang ist immer wichtig. Ein guter Abgang ist immer wichtig, einfach zu wissen, wann man gehen kann. Gut. Dann würde ich sagen, die Vorquest ist erledigt. Wir sind bereit. Ich werde mir die Tage noch Mungo schnappen, wenn die Butterhexe noch online ist. Und ansonsten sehen wir uns, liebe World of Warcraft-Freundinnen und Freunde, am Dienstag wieder. Am Dienstag geht es hier nämlich weiter und dann schauen wir uns nämlich Karasan an. Mal schauen, wie es läuft. Ich glaube, wir schaffen es komplett durch. Deswegen Erwartungen gerne hoch. Und ansonsten kriegen wir das hin. Falls ihr auch in der Butterbande sein wollt, Everlook ist der Server, auf dem wir gestartet haben. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und noch einen herrlichen Tag. Langer Streamtag heute, wir haben viel erlebt. Magic, Turing Complete und WoW. Falls ihr da was verpasst habt, könnt ihr das gerne nachgucken. Auf Twitch natürlich oder auf dem VOD-Kanal auf YouTube. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Abend. Mal gucken, wer sonst noch so am Start ist und wer sonst noch hier streamt. Ansonsten schicke ich euch mal schön zu Back to Warcraft für ein bisschen Warcraft 3 Abendunterhaltung. Ganz entspannt, kommt in den Abend, genießt noch den Feiertag und das Wochenende. Und natürlich an der Stelle noch vielen Dank an Firo Käse, Kurinson, Iokari, Zax 100, die Ghost Ente, Nick 27589, Rasbur One und die Weltraumente. Vielen, vielen Dank für die Subs. Haut rein und habt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder. Achtet auf den Streamplan. In den nächsten Wochen kommen wieder mehr Streams, vielleicht auch zu ungewohnten Zeiten. Achtet da auf jeden Fall raus. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder schon am Dienstag und natürlich den Rest der Woche auch. Haut rein. Liebe Grüße an Janis bei Back to Warcraft. Ansonsten macht's gut, habt einen schönen Abend. Ciao.